Marketingleiter bei der Josef Vögele AG und quasi der Vater des Vögele. Wie kamen Sie denn auf die Idee, einen Fahrradclub ins Leben zu rufen? Ja, das war eigentlich ganz einfach, weil wir in der Wirtgen Group sehr kundenorientiert aufgestellt sind. Und Kundenorientierung bei uns in der Wirtgen Group bedeutet, dass wir nicht nur ganz nah bei den Geschäftsführern, bei den Eigentümern unserer Kunden sind, sondern dass wir auch mit den Maschinisten, mit den Fahrern, mit den Bohlenmännern unserer Maschinen engen Kontakt pflegen wollen. Und aus dieser Idee heraus ist der Club entstanden, weil wir gesagt haben, wir wollen regelmäßig und permanent informieren und das tun wir mit dem Club. Welche Vorteile haben denn die Club Vögele Mitglieder? Ach, das ist eine ganze Menge. Das ist erstmal der Club als solche mit einer bestimmten Zusammengehörigkeit, die man da hat. Wir verschicken dreimal im Jahr die Road News, das ist unser anwendungstechnisches Magazin, wo eine Menge an Informationen eben auch für die Maschinisten, für die Praktiker auf der Baustelle mit bei sind. Ich sage da nur unser Thema Tipps und Tricks beispielsweise. Weitere Vorteile sind, dass die Clubmitglieder unsere Einbaufibel regelmäßig bekommen. Im Internet bieten wir eine sehr breite Plattform. Da kann man auch schöne Werbeartikel von uns beispielsweise auch zu besonders günstig Konditionen kaufen, etc. Also wir haben da einen sehr schönen bunten Mix eigentlich. Ja. Denn Clubvögele-Mitglied bei Interesse? Gut, erstmal sollte man an einem Straßenfertiger arbeiten oder in diesem Team arbeiten. Man kann die Unterlagen entweder im Internet kann man sich runterladen, kann die dementsprechend ausfüllen und dann Vögele bzw. die Vertriebs- und Servicegesellschaften weitergeben. Oder man spricht direkt einen Service- oder Vertriebsmann der Wirtgen Group auf einer Baustelle beispielsweise drauf an und dann geht der ganze Rest geht recht unbürokratisch und ganz einfach. Welche Ideen haben Sie noch für den Club?
für die Zukunft? Auch ich denke, wir machen auch heute schon eine Menge gute Sachen. Jetzt sind wir ja heute hier auf dem Oktoberfest bei Wittgen Augsburg. Und ich denke, das ist genau das richtige Konzept, dass wir über die Informationen, die wir regelmäßig verteilen, dass wir eben auch den Clubgedanken richtig pflegen, dahingehend, dass Menschen sich treffen, dass man Gedanken austauschen kann, dass man Kollegen von Baustellen wieder trifft, fachsimpeln kann etc. Aber auch einfach Spaß haben kann mit der ganzen Familie. Und das wollen wir zukünftig noch regelmäßiger machen und vor allem auch in allen anderen Niederlassungen.